Willkommen zu Künftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns das Projekt Egglet an. Viel Spaß beim Schauen. Egglet ist also, wie du hier an dieser Seite erkennen kannst, mal wieder eine Move-to-Earn-App. Bevor wir jetzt aber hier weiter voranschreiten, habe ich eine kleine Bitte an dich, und zwar, falls du mit dem Gedanken spielst, dir Sweatcoin zu holen oder aufgrund der heutigen Vorstellung du dir denkst, wenn ich sowieso laufe, warum soll ich dann nicht für mehrere Apps laufen, dann würde es mich freuen, wenn du dich hier über meinen Link in meiner Videobeschreibung bei Sweatcoin anmeldest. Hier gibt es aktuell einen kleinen Influencer-Wettkampf und der am meisten Anmeldungen hat, der gewinnt eine Kleinigkeit. Falls ich gewinnen sollte, je nachdem wie viel ich gewinne, würde ich natürlich das Ganze mit euch teilen und hier ein kleines Gewinnspiel machen. Dementsprechend, wie gesagt, wenn du hier mit dem Gedanken spielst, Sweatcoin zu nutzen, dann nutze gerne den Link unten in meiner Videobeschreibung. Vielleicht profitieren wir beide davon. Jetzt geht's aber mit dem eigentlichen Thema weiter, und zwar Egglet. Wie Sweatcoin ist auch Egglet aktuell noch nicht im Kryptobereich tätig, aber sie haben auch angekündigt, wir wollen dahin. Und jetzt gibt es hier interessante Neuigkeiten, weshalb ich euch die App vorstelle. Du siehst, dass es hier eine App gibt. Die App gibt es für iPhone, aber auch für Android-Nutzer. Das Problem an der Geschichte aktuell ist, dass die Seite hier schon zu Ende ist. Du siehst also, hier gibt es keine weiteren Informationen. Das finde ich schade, das ist sehr mickrig. Ich zeige dir deshalb einmal, wie die App aussieht, was die App kann und was du beachten sollst. Wenn du dich hier anmeldest, kannst auch du hier einen Code benutzen, dann bekommst du ein Geschenk, ein Willkommensgeschenk. Den Code findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Würde mich also freuen, wenn du dich hier über diesen Link anmeldest. Dann musst du einen Account anlegen, und wenn du diesen Account angelegt hast, musst du zunächst einmal deinen Avatar erstellen. Du kannst dir also hier aussuchen, wie er oder sie aussehen soll, was für eine Körperform bzw. was für Klamotten und so weiter. Im Hintergrund siehst du dann auch schon hier die Schuhwand, du kannst also hier verschiedene Schuhe sammeln, denn die App war ursprünglich eher eine App, wo du eine Sneaker-Kollektion sammeln konntest. Irgendwann sind die natürlich auf die Idee gekommen, wahrscheinlich war Steppen das Vorbild, und die haben gesagt, okay, wir möchten mehr draus machen, es geht hier nicht nur um Schritte, wir möchten auch hier in die Richtung Krypto, in Web 3.0, und deswegen haben die sich hier wahrscheinlich dafür entschieden. Dann sieht das Ganze noch so aus, du läufst hier die verschiedenen Schritte, und je mehr Schritte du hast, desto bessere Rewards bekommst du, und es kann dann sein, dass du bei einem bestimmten Reward dann auch eine Schuhbox geschenkt bekommst. Ich habe inzwischen, wie du siehst, schon 4 Schuhe geschenkt bekommen, einen bei der Anmeldung und die anderen 3, weil ich hier was erreicht habe, und du kannst die Schuhe dann auch später verkaufen. Wir schauen jetzt einmal weiter. Und zwar hast du dann hier so einen Schuh. Bei dem Schuh hast du zum Beispiel dann auch hier, dass das Wetter berücksichtigt wird. Je besser das Wetter ist oder je besser das Wetter zu dem Schuh passt, desto mehr Bonus bekommst du. Wenn es zum Beispiel regnet und du bist mit deinen Badelatschen unterwegs, dann bekommst du natürlich wenige. Und dann hast du natürlich auch nochmal hier eine Übersicht. Du siehst hier den Namen, was es für ein Schuh ist, dann den Schuh an sich, dann wie der Gesundheitszustand, also die Abnutzung ist, und hier die Werte, wie viel du schon mit dem Schuh gelaufen bist und wie viel du verdient hast und was der aktuelle Bonus wäre. Dann siehst du natürlich auch hier das Wetter, das habe ich dir aber hier eben schon gezeigt. Das Ganze ist parallel wie Steppen, da brauche ich dir nicht viel erzählen. Wenn sich natürlich der Schuh abnutzt, dann musst du den reparieren. Du musst natürlich schauen, dass du möglichst den besten Schuh auswählst, damit du eben möglichst viel bekommst. Das heißt, wenn es regnet, eher etwas Wasserfestes, wenn die Sonne scheint, vielleicht Adiletten. Wie bei Steppen eben mit den Geschwindigkeiten. Das Ganze ist eigentlich selbsterklärend, deswegen möchte ich hier nicht so tief in die Materie einsteigen. Wenn du trotzdem hier mehr von der Tiefe sehen möchtest, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Dann kann ich natürlich in Zukunft hier mal mehr auf die App eingehen und wie das Ganze funktioniert. Wir schauen also weiter, und zwar hast du dann hier den Shop. Und in dem Shop siehst du, die ersten Positionen sind ausverkauft. Wenn du runterscrollst, dann gibt es noch mehr Schuhe, und dann könntest du dir dort einen oder mehrere kaufen. Je mehr die natürlich verdienen für dich, desto besser, aber du hast dann auch hier die Möglichkeit, und deswegen das Interessante, ein NFT zu kaufen. Zu den NFTs kommen wir aber gleich nochmal, weil wie du siehst, diese sind hier ausverkauft. Ein NFT hatte hier 200 oder 199 Gold Egglets gekostet, und wenn du hier mal schaust, dann hättest du für 23 Euro bereits so ein NFT haben können. Wie du siehst, das Ganze ist ausverkauft. Ich habe es verpasst, du wahrscheinlich auch.
Aber ich zeige dir gleich, ob wir da noch eine Möglichkeit haben. Wir sind also jetzt mit dem kleinen Durchblick durch die App fertig. Wir schauen jetzt einfach nochmal hier NFTs now available. Und wenn wir hier draufklicken, dann erscheint eigentlich auch gleich hier an erster Stelle das Interessante, und zwar die NFT-Drops. Der erste NFT-Drop war am 14. Mai, den habe ich leider verschlafen, ihr wahrscheinlich auch. Dann am 21. Mai nochmal ein NFT-Drop, wundere dich nicht, diese dunklen blauen sind Non-NFT-Drops. Und jetzt am 28. Mai, dementsprechend, wenn du das Video siehst, solltest du noch genug Zeit haben, um hier möglicherweise ein NFT zu ergattern. Von den NFTs gibt es, soweit ich weiß, immer 10.000 Stück, und wenn die vergriffen sind, dann sind die weg. Ich weiß leider nicht, ob die auch nur, in Anführungszeichen, diese 199 Gold Egglets kosten oder mehr. Das bleibt abzuwarten. Aber wenn das Video erscheint, hast du noch Zeit, hier zu reagieren, und dann bekommst du vielleicht einen schönen neuen Schuh, was als NFT dann schon bereits da ist. Gleich vorneweg, noch kannst du den Schuh nicht verkaufen. Das heißt, im Endeffekt ist der Schuh, bis auf das, dass du ihn nutzen kannst und mit ihm laufen kannst, noch wertlos. Erst früher oder später wird es dann irgendwann eingerichtet, dass du den Schuh auch verkaufen kannst. Ob du den Schuh dann direkt in der App verkaufen kannst oder ob das dann an externe Anbieter ausgelagert wird, das Ganze bleibt abzuwarten. Du siehst also, ähnlich wie bei Sweatcoin, dass es sich hier eigentlich um eine Web 2.0 App handelt, diese aber jetzt den Schritt in die Web.3 Richtung gehen möchte und du dann dementsprechend hier mit deinem NFT Geld verdienen kannst. Das Schöne ist, du kannst kostenlos starten, du kannst jetzt schon diese normale Egglets sammeln. Und je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, kann es natürlich sein, dass du die normalen Egglets irgendwann in Gold-Egglets wechseln kannst oder wie auch immer. Du siehst hier, es gibt so eine Anleitungsseite von denen, wo vieles erklärt wird. Hier wird auch erklärt, dass die ERC-721-Chain nutzen, was hier die Ethereum-Chain wäre. Du siehst also, das Ganze läuft dann irgendwann alles dezentral auf der Web 3.0-Plattform. Und Can I sell my Egglets NFTs? Und dann sagen die ja, aber später in 22, wie ich es euch eben erwähnt habe. Du siehst dann hier wirklich alle Fragen, die es eigentlich gibt, die man eben sich stellt, werden beantwortet. Du kannst das Ganze dir natürlich in Ruhe durchlesen. Mir geht es jetzt hier vielmehr wirklich darum, dass du einfach mal siehst, es gibt noch andere Apps als Steppen. Und vielleicht kannst du dann hier noch kostengünstig einsteigen. Auch wenn Steppen jetzt im Preis gefallen ist, ist natürlich 500 Euro. Dementsprechend schau einfach mal hier vorbei. Vielleicht ist das Ganze was für dich. Das Schöne ist, du kannst das Ganze kostenlos ausprobieren. Du kannst das Ganze kostenlos nutzen. Und nur wenn du möchtest oder sagst, okay, ich glaube an das Projekt, ich möchte ein NFT kaufen, dann kannst du das natürlich tun. Denke mir dran, das Ganze ist keine Anlageberatung, du musst immer selber entscheiden, ob und wie und was du investierst. Dementsprechend ist das Ganze hier nur als Vorstellung und du musst selber recherchieren, ob du was investieren möchtest. Es gibt dann hier, wenn du auf Egglet klickst, nochmal die ganze Übersichtsseite, wo natürlich alles vorgestellt wird. Da kannst du dich komplett durchklicken, das Ganze mal ausprobieren, das ist alles in Englisch. Das Ganze würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, ich wollte es jetzt einfach nur mal zeigen und vorstellen, weil auch ich erst heute überhaupt auf die ganzen Sache gestoßen bin. Dementsprechend ist die ganze Sache auch für mich neu. Ich kann dir leider noch keine großartigen Erfahrungsberichte nennen. Aber du siehst hier, es gibt immer 10.000 NFTs und du kannst dir dann halt natürlich hier was kaufen. Du musst schauen natürlich, dass du hier rechtzeitig da bist. Ich weiß leider nicht, um wie viel Uhr das Ganze startet. Aber wenn du rechtzeitig da bist, ein bisschen Glück hast und ein NFT ergatterst, kann es natürlich sein, dass du dann irgendwann ein bisschen mehr Geld dafür rauskriegst. Dementsprechend weißt du jetzt Bescheid. Ich hoffe, das kleine News-Update-Video hat dir gefallen. Lass mir gerne also ein Like und ein Abo da. Falls du noch nicht angemeldet bist, dann nutz gerne den Code für Sweatcoin, aber auch natürlich hier für Egglet. Lass mir auch gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns natürlich schon morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fast.